Und hiermit begrüße ich euch zu einer entspannten Runde Retreat to Ihnen an unserem halbfertigen Jagdhaus sozusagen im Valley of Giants. Und was ist heute der Plan? Wir wollen zurück auf die Insel Ihnen, weil wir von dort ja dann in das nächste Biom to the Great North wechseln können. Ja, dazu werde ich mein Inventar vollpacken, so gut es geht, da mitnehmen, was mitzunehmen geht. Die Felle lassen wir hier erstmal noch weiter trocknen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann gucke ich mal, was sinnvoll ist mitzunehmen. Ja, eigentlich ist alles sinnvoll mitzunehmen. Aber da muss ich dann mal irgendwann hin und her laufen und mir das holen. Ach nee, das muss ich gucken. muss ich dann mal hin und her laufen und gucken, was ich mir noch holen möchte. Noch ein bisschen was mit, was ich auf jeden Fall nicht in unserem neuen Biom finde, also in unserem alten Biom genau genommen, auf der Insel Ihnen. Cool. Gut, wie gesagt, das lasse ich einfach noch ein bisschen trocknen, das können wir uns dann irgendwann mal holen, wenn wir es brauchen. Das Haus lasse ich jetzt auch so halbfertig hier stehen und wir starten direkt mit dem Übergang. Na, warum will er das jetzt nicht? Jetzt macht das. Wir werden zuerst nochmal zu unserem Startpunkt zurückgehen, zu unserem Standhaus. Dort einlagern, was einzulagern geht. Da komme ich, glaube ich, am besten, wenn ich hier außen lang gehe, durchs Wasser schwimme. Und dann werden wir mal schauen. Wir haben ja... Ach, ist gar nicht eingezeichnet. Wir haben ja diesen zweiten Übergang. Da müsste markiert sein, dieses Sechseck, dieses Hexagon auf der Map, wo wir das Biom wechseln können. Und vielleicht werden wir auf dem Weg dorthin noch eine bessere Location finden, wo wir ein Haus bauen können, eine Basis, weil das ist ja schon ein bisschen blöd, dass man hier, dass der hier so umständlich zu erreichen ist. Hatte ich auch schon gesagt. Wir schwimmen jetzt zwar hier einfach so rum, das ist leicht zu finden, dauert aber auch ein paar Momente, bis wir das geschafft haben. Ist auch schon unser Strandhaus mit unserem kleinen Steg nach draußen. Das ist eigentlich auch viel zu klein. Und natürlich sind die ganzen Sachen, die wir jetzt neu gelernt haben, was wir alles bauen können, die kriegen wir hier wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres hin. Mal schauen. Oh, guck mal, da liegt plötzlich Lehm unter der Hütte. Und so rum. Was wir mal probieren können zu bauen, ist ein Bett. Ne, können wir noch nicht, weil uns da noch die Felle fehlen. Ja, alles klar. Storage Container haben wir schon. Und einen großen Storage Container, da brauchen wir 5 Gemstone. Da gucken wir mal, wenn wir die haben. Haben wir nie. Hätte ich ihn gebaut, weil der natürlich doppelt so groß ist als der kleine hier. Aber Gemstone müssen wir doch hier draußen an jeder Ecke finden. Dort ist welcher. Da lagern wir mal ein bisschen was ein, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, wie zum Beispiel Gold oder Eisen. Gut. Wie viel haben wir gekriegt? 3 Stück brauchten mehr, oder? Ja. Blöd jetzt. Wir machen heute auf jeden Fall nicht den Übergang. Ne? Das ist klar, wir bleiben heute in diesem Biom. Bereiten uns ein bisschen vor. Es regnet leider nicht. Die Regenwassersammler sind leer.
Ja gut, im Zweifel können wir noch mal hin und her gehen. Machen wir das Inventar leer. Nützt uns aber auch nie so viel, weil wir in diese Storage Container nicht genug reinbekommen. Das heißt, so viel können wir gar nicht hier lassen. Dann doch lieber gucken, dass wir hier in der Nähe irgendwo benötigte Ressource finden. Das wäre auch zu schön. Da haben wir sie. Gut. Können wir uns unsere Aufbewahrungstruhe bauen. Und dann lohnt sich das. Das Hin- und Hergehen lohnt sich dann. So, mal. Ja, also. Wo stellen wir es hin? Hier würde ich gern das Bett hinstellen. Ja, dann stellen wir einfach hier mit daneben. Ein bisschen zu weit nach hinten gestellt, oder? Guckt er jetzt durch die Wand durch? Nein, sehr schön. Gut. Lassen wir hier was hier so, was wir hier lassen können. Ach. Schade, das ist hier. Kenne ich es bloß nie. So. Nee. Geht. Gibt keine andere Möglichkeit als hier zu klicken. Na gut. Guck mal, was wir alles hier lassen können. Das zu essen lasse ich natürlich am Mann. Oh. Müssen wir dann gucken, wozu wir das alles brauchen. Feder für die Eile. Ist das was zu essen eigentlich? Weiß ich nicht. Das können wir auch erstmal hier lassen. Gut, können wir über 100 Gewicht wieder mit dazu nehmen. Machen wir das einfach, ne? Schwimmen wir noch mal außen rum. Hat sich bewährt. Wo ist jetzt eigentlich unser Haus? Rot markiert. Richten wir uns erstmal hier ein. Ach, siehst du, ein Trockengestell hätte ich bauen können, dass wir schon mal wieder Pelze aufhängen können zum Trocknen. Ja gut, kann man machen, wenn wir zurück sind. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Weil das dauert ja doch relativ lange, ne? Einen reichlichen Ingame-Tag muss man dafür schon einplanen. Und wir müssen Wasser kochen, fällt mir gerade ein. Haben wir auch nie gemacht. Machen wir so, gehen wir erstmal eine Runde Material holen und dann kümmern wir uns um unser Wohlergehen. Hier geht's rüber. So, lass mal sehen. Ist der fertig? Immer noch 97. Oh. Macht er keinen Fortschritt, wenn ich im anderen Biom bin? Das wäre blöd. So, was nehmen wir mit? Gemstone hat man gesagt, brauchen wir. Den können wir auch mitnehmen.
Clay nehmen wir mit. Wobei, das hätten wir hier lassen können für einen Regenwassersammler. Was haben wir hier noch? Ja, komm, nimm mit, was mitzunehmen geht. Machen wir jetzt leer den Eimer hier. Und den Eimer auch. Solange wie es reinpasst. Sehr gut. Da könnte ich sogar den abbauen. Lassen wir jetzt. Jetzt hat er 100%. Nehmen wir mit. Gut. Und den holen wir irgendwann mal ab. So, den Rest lassen wir jetzt so stehen. Was hat er hier? Ach, ein Schmetterling. Oh, hübsch. Und dann geht's zurück. Wir müssten dann irgendwo meditieren. Wir müssen was trinken, was essen. Oh. Schwimmen wir oder versuchen wir es über Land? Da ist Gemstone, das nehmen wir nochmal mit. Wir gehen über Land, da haben wir die Chance was zu finden. Und dann fangen wir an mit einer kleinen Meditation hier oben. Wollen wir auch mal gucken, ob wir noch mal Bananen oder sowas finden. Na, das hat man in dem Biom doch an der einen oder anderen Stelle gefunden. Oder die Früchte. Ja, gucken wir mal. Und wir müssen Wasser mitnehmen, wenn wir am Wasser vorbeikommen. Süßwasser wohlgemerkt. Der Ozean nützt uns da nichts, da kann man kein Süßwasser, kein Trinkwasser draus herstellen. Als nächstes wollen wir das Bett bauen, da müssen wir vorher die Pelze trocknen, die Tierhäute. Da bauen wir uns diese Trockengestelle auf. Die können wir derweil erstmal mit ins Haus reinstellen. Reicht. Gut meditiert. Mal gucken, dass wir nie in irgendeine Schlange reintreten. Was war das? Clay. Okay. Da ist Wasser. Ist dort auch Wasser? Nope. Was ist das? Kartoffel. Kann man endlich wieder Kartoffeln essen? Na, wo hast du dich jetzt festgehangen? Da hast du Wasser, das ist sehr schön. Dann machen wir uns die Wasserflasche wieder voll und kochen das dann ab. Ne, wo war es? Hier war es. Gut. Müssen wir mal gucken, eigentlich müssen wir doch zu der blauen Fahne, oder? Wo sind wir denn jetzt schon wieder lang gelaufen? Wir hätten außen rum schwimmen sollen. Jetzt hast du dich verlaufen.
So, diese blaue Fahne müsste es sein. Naja, dann bis zum Wasser und dann rüberschwimmen. Das haben wir schon. Was war das für ein Geräusch? Das haben wir bisher schon immer am besten beherrscht. Oh, Schildkröte. Schildkröten haben wir bisher noch nicht gejagt. Das lassen wir auch dabei bewenden. Oh. Und jetzt schwimmen wir doch wieder außen rum. Los, diesmal in die andere Richtung. Da habe ich mir schon extra diese Fahnen hingebaut, damit ich den Weg finde. Und dann vermassel ich es doch wieder. Versuchen wir hier so schnell wie möglich wieder an Land zu gehen, weil ich dann mich an Land schneller fortbewegen kann. Es dürfte doch gar nicht allzu weit sein. Achso, können wir gleich mal gucken. Bananen, hängen irgendwo welche dran? Nein. Innenflower, das können wir gebrauchen für die Medizin. Und da schimmert es schon durch unser Haus. Wunderbar. Haben wir schon wieder den halben Tag rumgebracht in-game. Gut, als allererstes machen wir uns ein Feuer und kochen Wasser ab. Was hat er jetzt? Mag er nicht mehr? Okay. Dazu müssen wir das in der Hand nehmen und da einfüllen. Das ist leer. Das ist leer. Gut, weiter geht's. Dann wollten wir die Trockengestelle aufbauen. Das war bei Hunting. Genau. Die stellen wir erstmal hier, ich sage, neben den Kamin. Da baue ich auch gleich wieder zwei Stück. Damit wir auch irgendwann mal fertig werden. Wie viele brauchen wir eigentlich für ein Bett? 6 Stück. Und wie viele haben wir schon? Hier ist einer. Ne, stopp. Falsch, so rum. Das ist ja der Storage Container. Hier haben wir 3, haben wir insgesamt 4 jetzt, richtig? Ja. Dann kriegen wir 2, wenn die durchgelaufen sind. Das heißt, wir haben dann, wenn die getrocknet sind, genug Pelze, um ein Bett zu bauen, das wir, wie gesagt, da drüben hinstellen wollen. Jetzt müssen wir uns erstmal schnell die Flasche hier füllen. Warum ist denn unser... Ich hab's getrunken. Och ne, Leute. Wo ist denn jetzt die nächste Wasserstelle? Ich habe versehentlich das Wasser getrunken, anstatt es in die Flasche zu füllen. Hab die falsche Taste gedrückt, das kommt vor.
Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, dass der Marker neben der blauen Fahne hätte ja eigentlich so ein klein. Oh, ne. Ne, waren keine Früchte dran. Da müsste ja eigentlich auch so ein Hexagon sein, wo unser ursprüngliches, ja, diese Kuppel drin ist. War die weg? So, jetzt haben wir erstmal Kanister nachgefüllt. Da lass uns mal darüber gehen, da müsste ja dieses kleine Zelt noch stehen. Dort, genau. Zelt und Kochstelle ist noch da, das Ding ist auch noch da. Aber es ist auf der Karte nicht mehr markiert. Interessant. Na gut, dann ist es so. Da könnte ich aber noch jetzt weiße Fahnen bauen. Stelle ich mir vielleicht hier lieber eine weiße Fahne hin. Was hat er? Was braucht er da? Diese komischen Lilien sind das, ne? Na gut, da stellen wir vielleicht dann was anderes hin. Machen wir erstmal so und dann. Bauen wir diese Fahne ab. Dann ist das auf dieser Insel die weiße Fahne, die wir suchen müssen. Gut, jetzt brauchen wir was zu essen. Und ich mach nochmal was zu trinken. Mach mal die Tür zu, der wird schon wieder kalt, wie ich gesehen habe. Ist schon so spät, 17 Uhr, okay. Nee, willst du nicht machen. So, guck mal, ob du noch was zu essen hast. Und dann kannst du dir wieder noch was braten, wenn du fertig bist mit dem Wasser. Die sind beide bei 15%, also heute Nacht können wir noch nicht in unserem neuen Bett schlafen, das ist sehr schade. Ach, du wolltest ja mal gucken, ob du den Kamin da oben verlängern kannst. Wo war denn das bei Luxury? Da hat er einen Durchgang gebaut und hier draußen ist der Kamin und raucht das da sogar raus? Nein. Das macht's nicht. Oh, aber auch schön gemacht. Und hier können wir mal gucken. Wir hatten doch jetzt diesen Durchgang mit Gardinen dran, mit Vorhängen. Wo ist denn der? Waren das die Dinger? Ja. So, und da bauen wir. Welche Farbe hätten wir gerne? Dann nehmen wir weiß. Ich weiß, mein Wasser müsste durchgelaufen sein.
Na schick, können wir zumachen. Nachts. So, Wasser. Diesmal bitte richtig. Das Ding nehmen und dann brauchen wir das so. Gut, das hat gut funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch was zu essen. Ach, Pilzsuppe. Besser als gar nichts. Ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und wir sind in unserer Strandhütte. Ich mache das zu essen noch fertig. Das esse ich dann. Wie spät haben wir es? 18.26 Uhr. Und dann gehe ich wieder rüber an unser Zelt. Und dort schlafen wir. Und morgen sehen wir uns dann in alter Frische wieder. Und da gucken wir mal, ob wir uns dann noch ein bisschen hier beschäftigen. Vielleicht, na, das Bett werden wir noch nie bauen können. Vielleicht gucken wir dann schon mal den ersten Ausblick auf The Great North, das werde ich sehen. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.